sind hier heute beim Smago Award. Die ganze Schlagerwelt ist hier. Was bedeutet diese Musik für Sie? Ich bin mit dieser Musik groß geworden. Ich bin ja reingeboren förmlich in das Schlagerbusiness. Habe auch schon im Alter von 7 Jahren den Chor von Anita gesungen. Das war natürlich ein Einstieg, wie man ihn selten hat, weil eigentlich völlig realitätsfern. Man ist irgendwie 17 Wochen hintereinander Platz 1 in der Hitparade. Als kleiner Knirps habe ich meinen Vater gesehen, bewundert. Habe das dann natürlich mein ganzes Leben lang um mich gehabt. Und immer noch. Deswegen bedeutet mir das sehr, sehr viel. Es wird ja oft so gesagt, die Schlagerwelt, das ist die schöne, heile Welt. Stimmt das? Ist die Welt so heil und schön? Die Schlagerwelt ist wirklich die heile Welt, natürlich. Das kann ich nur bestätigen. Denn, also jemand, der sich immer wieder trifft mit den Schlagersängern, mit Produzenten, mit Musikern, uns verbindet die Liebe zur Musik und es ist wirklich ein Stück heile Welt, kann man schon sagen. Man beschäftigt sich auch nicht mit so vielen negativen Texten oder so, das überlässt man anderen Musikstilen. Wir haben die schöne Seite, darüber bin ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr froh. Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Singen Sie auch? Meine Frau ist sehr musikalisch und natürlich auch meine Tochter, die singt aber ganz andere Dinge. Da ist eher so die Eisprinzessin Elsa ganz vorne. Die singt auch schon von morgens bis abends. Also Musik ist bei uns omnipräsent. Mit einem kleinen Kind zu Hause, es ist ja immer turbulent. Wie schafft man es, dass Familienleben gelingt? Das ist eine gute Frage. Mit einem kleinen Kind ist natürlich alles anders. Es dreht sich eigentlich alles nur noch um das Kind. Aber meine Frau und ich, wir sind ein gutes Team und wir kriegen das immer wieder hin. Mit viel Geduld, Spucke, Pragmatismus, auch ein bisschen Glück. Ja. Ich weiß nicht, wie Sie es bei sich haben, oder ich glaube, ich habe es sogar über Sie gelesen. Manche Kinder schlafen ja im Elternbett, die dürfen das. Also Familienbett heißt das ja heutzutage. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Na, sowohl als auch. Also die kleine Sophia hat ihr eigenes Bett. Aber wenn die nachts mal denkt, wo ist Mami und Papi, dann krabbelt die natürlich bei uns noch rein. Die ist ja erst 4 Jahre alt. Also ist schon noch okay. Schafft man es als Eltern? Hat man noch Zeit für sich überhaupt? Als Eltern ändert sich sehr viel. Da muss man schnell sein, man muss den Moment nutzen, um Zeit füreinander zu haben, mal essen zu gehen oder einfach schöne Dinge zu zweit zu tun. Aber das Schönste ist für mich, wenn wir wirklich zu dritt sind. Also zu dritt Dinge zu tun, ist für mich das Größte. Ich glaube, viele Männer beneiden Sie um Daniela. Was macht sie für Sie so besonders? Daniela ist ein sehr humorvoller, lustiger, liebevoller und einfach fantastischer Mensch. Und ich hatte richtig Glück, sie kennenzulernen. Ich sehe jetzt meine Frau zu nennen, die Mutter meiner Tochter. Wir ergänzen uns toll und sind einfach ein unschlagbares Team. Jetzt ist das neue Jahr ja noch jung. Was sind Ihre Wünsche und Träume? 2020, da ist für mich die Musik wieder ganz, ganz wichtig. Denn bei mir hat sich unglaublich viel geändert. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Und er hat sich aber immer gewünscht, dass seine Musik weiterlebt. Und ich werde jetzt alles dran setzen, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Es gibt ganz viel neue Musik und ich werde natürlich auch viel aufgreifen von den Sachen, die wir gemeinsam gemacht haben und darauf eben das Neue aufbauen. Aber jetzt ist so erst der erste Schritt. Wenn so der Vater geht, dann reißt es ja ein ziemliches Loch. Was hilft Ihnen? Als mein Vater ging, hat mir unglaublich geholfen, dass ich eine kleine Tochter habe. Denn nicht nur, dass sie mich aufmuntert, sondern ich muss stark sein. Also ich habe gar nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, mich gehen zu lassen und zu sagen, oh, das ist alles so schrecklich, sondern ich musste gleich stark sein, wieder fokussieren, nach vorne schauen. Da meine Familie und meine kleine Tochter hat mich unglaublich aufgefangen. Dankeschön. Danke. Alles Gute, vielen Danke. Dank.